So, ich bete jetzt mal für alle, denen es nicht gut geht. Bitte lass sie gut gehen. Danke. So, ich sag mal danke, dass mir ein bisschen gut geht. Danke, dass mir ein bisschen gut geht. Vielen Dank. Also, nun mal. Kommen wir zurück. Dorthin, wo wir nie waren. Wir verweilen in dem Raum, der ewiglich unberührt ist von jeglicher Erfahrung. Nun sind wir die Erfahrung selbst. Wir sind das Leben, das das Leben lebt als Leben. Wir erfahren uns vielleicht als ein kleines Geschöpf. Das unter anderen Geschöpfen Hoffnung schöpft und sein Überleben möglichst gut absichern will, sich möglichst gut eine gute Altersvorsorge schaffen will und sich dabei vielleicht Sorgen macht und hofft, irgendwann keine Sorgen mehr zu haben in der Zukunft. Ja, was für eine fantastische Äquilulation. In dem Bereich der äquilativen Quantentrastulamitis sehen wir folgende Maßnahme als nicht befolgt. Es wird weiterhin nichts geben, was es zu verteidigen gibt und auch keinen, der Anspruch nimmt, irgendeine Wahrheit für wahr zu halten oder ein Gegenteil von einer Lüge für irgendetwas zu bestätigen, was in dem Moment noch zeitlich gar nicht vorhanden ist. So denn, die Vögel zwitschern und zwitschern, solange sie schwitschern. Trilli,